hier die Box Pro Rad 110M. Kompakte Full Range passive Lautsprecher. Jo, packen wir aus. Ich mach die Dinger gerne mit Zahn auf. Und die Messer nicht kaputt machen. War gut fest eingepackt. Ja, Messer. Da ist ein Griff. Sonst ist nur die Anleitung drin. Sonst nichts. Ist ein passiver Lautsprecher, da ist sonst nichts dabei. Ja, so sieht er aus. Vorne. Eine Schlusspaneel. Ja, oben, Seite, andere Seite und, ja gut, unten der Hochständerflansch. Befestigen von Flugvorrichtung, die Seite. Die Flugvorrichtung habe ich mir als nächstes aus. Ja. Das untere. In der Flugvorrichtung enthalten. Das habe ich schon mal aus der Packung genommen, weil die braucht den Platz. Ja. Flugrahmen aus massivem Stahl. Halb Millimeter dicke ungefähr. Ja. Ungefähr 4,5 Millimeter dicker Stahl. Das ist halt was sonst. Dann ein paar Schrauben. Und Unterlegscheiben und Sprengringe. Für die Schrauben braucht ihr ein 8er Imbus, den habe ich mir schon bereitgelegt. 8er Imbus. Genau, fall wieder runter. Dann bauen wir das gerade mal dran. Hand ein bisschen. Oh, jetzt schon auf.
Ja, die Dinge sitzen ein bisschen fest, sonst lässt sich das Ding immer noch hier, fällt noch von alleine. Auch durch das Gewicht des Flugraums. Ja. Ja, genau, das sieht jetzt was aus. Jetzt können wir uns hier dran aufhängen. Kippen, wie man will, drehen, wie man will, aufhängen. Ich habe mir dafür diese Schelle hier gekauft. Die kann mehr als genug halten. Safe Vacuum laut 500 Kilogramm. Ist eigentlich kompletter Overkill, aber ist, damit das Ding einfach ewig hält. Also, hier gibt alles nach, bis das Ding hier nachgibt. Okay, und das war's. Lautsprecher, Halterung nicht dran. Kann man schön an 50er Raum machen, das ist genau was wir hier haben. Safety muss man natürlich umschlagen und mehrfach nehmen, weil sonst ist es viel zu lang. Aber ja, so passt das.